Hallo. Wir sind jetzt bei uns in Ilija ein paar Meter wieder runtergelaufen. Da war ja vielleicht, wie manche mitbekommen hatten, oder? Hatten wir das mal erwähnt? Weiß nicht. Aber ja. Da war eine deutsche Bäckerei drin, die ist aber nicht so gut gelaufen. Die hatten auch, keine Ahnung, war eigentlich alles. Ja, und da ist irgendwie die Pacht abgelaufen oder es ist nicht gut gelaufen. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall gibt es da jetzt was Neues. Und da schauen wir mal rein und gucken, was die so zu bieten haben. Bereich. Da durften wir mit dem Hund auch rein, war überhaupt kein Problem und haben es uns hier bequem gemacht und der Ilias hat ja irgendwie keinen Hunger, deswegen kriegt er eine Torte, ganz klein. Eine ganz kleine Torte. ich habe eine Pizza bestellt, die wurde mir empfohlen und angeblich ist sie sehr gut, das werden wir dann gleich sehen. Die Kerstin kriegt eine kleine Überraschung. Ich habe ihr ein paar Snacks bestellt, weil sie nicht so viel Hunger hat. Ja, jetzt schauen wir mal. Also auf jeden Fall sieht es hier mega gut aus. Sehr schön, hell, aufgeräumt. Und die Auswahl ist auch gut. Man kann hier morgens frühstücken. Man kann aber auch ganz normal essen. Warme Speisen und auch Süßspeisen. Und es wird hier alles selbst hergestellt. So, herzlich willkommen, liebe Pizza. Ich habe mir eine halb vegetarische und eine halb Hähnchen-Brokkoli bestellt. So sieht die aus. Schon geschnitten. Ja. Schön dünn, relativ dünn. Probieren wir es mal. Da drauf hört. Ja, aber da ist auch Dill drauf. Sehr witzig. Kerstin hat auch ihren Snackteller bekommen. Ich gebe dir mal das Handy dazu. Sehr gerne. Frisch Baklava aus dem Back. Haben wir Glück gehabt, gutes Timing gehabt. Fingertest. Oh ja, ist noch warm. Ich habe mir eine Zigarette bestellt. Kann ich auch nur empfehlen. Hab schon probiert, schmeckt gut. So, jetzt sind wir wieder auf dem Heimweg. Es war lecker. Und wenn wir jetzt alles einzeln bewerten, würde ich mal mit der Pizza anfangen. Die Pizza war gut, die war gut belegt,
Der Teig hätte ein bisschen würziger sein können, ist aber nicht so schlimm, es kommt immer drauf an, was man drauf hat. Da war allerdings Dill drauf, das ist vielleicht auch nicht für jeden was. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Hat jetzt gepasst zum Belag, aber... Die eine Hälfte war vegetarisch, ja. Die andere war mit Fleisch und Brokkoli. Von daher war okay. Wie gesagt, der Teig war gut, der war schön dünn und hat gut geschmeckt. Die Pommes, also dieser Snackteller von der Kerstin, Pommes, Chicken Nuggets, Onion Rings, Fleischbällchen und Würstchen zwei Stück, alles frittiert, alles TK-Ware. Ja, was sagst du? Also die Chicken Nuggets, die waren überhaupt nicht gut. Ich habe die auch probiert, die waren nicht lecker. Die Konsistenz, keine Ahnung. Geschmacklich auch, das Gewürz, die Konsistenz war alles nicht so lecker. Ich habe es ihnen gesagt, vielleicht nehmen sie sich zu Herzen, vielleicht auch nicht. Das sehen wir dann beim nächsten Mal vielleicht, falls wir es nochmal bestellen sollten, was ich nicht glaube. Man sollte ja doch bei den Sachen bleiben, die einem schmecken. Der Kuchen. Ja, so, sorry. Mach klar. Backler war super, war noch frisch, war noch warm. Ich mag es eher kalt, aber war lecker. Du fandest Bombe. Oh, Bombe, war richtig lecker. Backler, der frisch aus dem Ofen, also frischer geht's gar nicht. Mega geschmeckt. Und der Kuchen von Ilias war auch gut, der war nicht zu süß, war aber süß natürlich. Und meine Nachspeise war auch okay, kann man essen. Habe ich schon besser gegessen, aber war lecker. Aber die Baklava waren echt lecker. Und ansonsten, der Tee war gut. Getränke schmecken wie immer. Was hat's gekostet? Gekostet hat alles 262 Lira, ein Spezialpreis sicherlich auch. Sind 14 Euro circa mit dem aktuellen Kurs. Und ist okay. Also alle. Ja. Die Getränke, die Süßspeisen haben allein ca. 100 gekostet, das andere 160. Von daher passt es schon von dem Preis her. Und wir wünschen euch schönen Abend, schönen Morgen, schönen Tag. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.